waren lange unterwegs. Eine lange Zeit warteten sie auf das Zeichen. Das Zeichen, von dem ihnen die Götter erzählt hatten. Das Zeichen, wo sie ihre Stadt erbauen sollten. Sie warteten auf den Adler, der sich auf einem Kaktus niederlassen würde. Und dort, wo sie die Prophezeiung vollendet sahen, dort bauten sie ihre Stadt. Eine Stadt so groß. Eine Stadt schön wie Mexiko. Tenochtitlan. Sie kamen aus dem Land Aztlan. Deshalb werden sie auch Azteken genannt. Es war das Jahr des Zwölfhaus. Ich war damals sorglos und ging immer mit meinem Blasrohr auf die Jagd. Man nannte mich damals Coapil, was in meiner Sprache so viel heißt wie kleine Schlange. Damals lebten wir bescheiden. Die Vögel, die ich zurückbrachte, besserten unsere tägliche Ration Maisbrot auf und waren auch ein Opfer für die Götter. An jenem Tag war die Jagd gut gewesen und ich machte mich schon auf den Heimweg in mein Dorf Atoyak. Plötzlich sah ich, wie ein Krieger einen Edelmann angriff. Sobald der Mörder verschwunden war, eilte ich zum verwundeten Edlen. Bevor er starb, gab er mir eine eigenartig geschnitzte Halskette und bat mich inständig, einen Dichter mit dem Namen Tlatli zu warnen. Dieser Dichter lebte in einer großen Stadt, in Tlatelolco. Er sagte, dass es hier um Leben und Tod des ganzen Reiches ginge. Dann kam der Krieger mit Soldaten zurück. Er bezichtigte mich des Mordes an diesem Mann. Ich verstand sofort, dass es mein Tod wäre, dort zu bleiben. Ich musste laufen. Meine Beine waren jung und stark und ich kannte den Wald, der mein Dorf umgab. Die Soldaten konnten mich nicht fangen. Ich musste mich über 2 Tage in den Bergen verstecken, ehe ich in mein Dorf zurückkehren konnte. Dann verstand ich, dass sich mein Schicksal für immer verändert hatte. Hör mir zu. Erkennst du mich? Bei den Göttern, du wirst weder deinen Vater noch deine Mutter finden. Soldaten kamen und holten sie. Sie sagten, du habest einen der edlen Herren getötet. Aber ich kenne dich, kleine Schlange. Und ich glaube nicht, dass du diese Straftat begangen hast. Kehre nach Hause zurück und nehme so viel mit, wie du kannst. Sollten immer noch welche von den Kakaobohnen, die wir als Geld benutzen, übrig sein, nimm auch diese mit. Komme dann so schnell du kannst wieder zu mir zurück. Dein Leben und das Leben deiner Lieben steht auf dem Spiel. Ja, ich werde da sein. Verschwende keine Zeit. Und vertraue den Wachen nicht. Thank you.
Kakaobohnen, die könnten nützlich sein. Du bist zu mir gekommen. Das ist gut. Ich werde dir alles sagen. Doch erst müssen wir unsere Götter zufrieden stimmen. Meine Augen sind schwach. Ich brauche dich. Ziehe los und hole mir Weihrauch. Du findest ihn in der kleinen heiligen Statue nahe dem Altar. Bring ihn dann zu mir und ich werde mit dir reden. Bei den Göttern, ich sagte dir bereits, deine Eltern wurden abgeholt. Männer mit Waffen holten sie. Man sagte, sie verhießen Böses und dass sie Zauberer seien.
Ich weiß, dass Sie unschuldig sind. Das weiß ich sehr wohl. Aber das Ganze scheint deine Schuld zu sein. Du bist es, nach dem die Soldaten suchen. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Du hast gesehen, wie der noble Lord getötet wurde. Nichts? So ist das Leben nun einmal zuweilen. Weißt du eigentlich, dass etwas Böses unsere Stadt peinigt? Dieses Böse tötet viele von uns. Der Mann, den du in meinem Haus gesehen hast, wird daran sterben. Was können wir dagegen tun? Ist es der Wille der Götter? Diese Seuche bringt Tag für Tag mehr von uns um. Und keiner weiß, wie man sie heilen könnte. Es ist unser Schicksal, so wie du dein Schicksal hast. Und das wirst du ebenfalls nicht ändern können. Du weißt Dinge, die du nicht wissen solltest. Du wirst fälschlicherweise des Mordes an diesem Edelmann beschuldigt. Und solange du nicht für unschuldig erklärt wirst, wird man dich unbarmherzig jagen. Hast du nicht irgendeinen Beweis, der dir helfen könnte, dich zu retten? Nun, da hast du zwei gute Hinweise. Und ich glaube nicht, dass du eine andere Chance haben wirst, als deine Unschuld ganz alleine zu beweisen. Das ist der einzige Weg, dich und deine Eltern zu retten. Geh nun und finde diesen Dichter Tlatli. Sprich zu ihm, aber vertraue keinem anderen. Was deine Eltern angeht, so werde ich versuchen herauszufinden, wo man sie gefangen hält. Ich weiß, dass dein Herz und deine Seele rein sind. Ich werde versuchen, dir, soweit es in meiner Macht steht, zu helfen. Geh nun und folge deiner Bestimmung. So, endlich habe ich dich gefunden. Du hast einen Edelmann getötet und du sollst dafür bezahlen. Das mag sein, aber dir wird niemand Glauben schenken. Ich habe deine Eltern einsperren lassen, damit du dich auslieferst. Aber ich denke, das wird jetzt nicht mehr nötig sein. Da es der Wahrheit entspricht, dass ich den Edlen getötet habe, sollte ich auch dich töten. Du kannst nicht entkommen! Meine Männer sind überall! Weglaufen wird dir nichts nützen! Wenn du jetzt aufgibst, verspreche ich dir ein schnelles Ende. Es muss einen Weg geben, die Wächter zu umgehen. Thank you.
Was wollt ihr, junger Jäger? Was wollt ihr wissen? Nein, der Name ist mir nicht bekannt. Möchtet ihr noch etwas anderes? Kann ich euch noch behilflich sein? Es freut mich, wenn ich euch helfen konnte. Kommt wieder vorbei, wenn ihr meine wunderbaren Farbstoffe zu kaufen wünscht. Was wollt ihr, junger Mann? Ihr könnt immer fragen. Ist das nicht ein Dichter? Ich glaube, er lebt ganz in der Nähe. Geht vom Markt und um das gegenüberliegende Haus herum. Das Haus des Dichters ist dahinter. Was kann ich sonst für euch tun? Möchtet ihr sonst noch was? Kommt zurück, wann ihr wollt. Meine Baumwolle und mein Korn sind die besten auf dem Markt. Mögen die Götter mit euch sein. Was kann ich für euch tun? Fragen tun nicht weh. Ist er ein Händler? Ich bin neu hier und kenne nicht viele Leute. Was kann ich jetzt für euch tun? Ich gehe nicht. Dies ist mein Platz. Kommt hier zurück und besucht mich, wenn ihr wollt. Was wollt ihr, hübscher Jäger? Ich werde sie beantworten, wenn ich kann. Ja, er lebt gegenüber vom Markt. Das Haus hat eine gelbe Tür. Ich kenne ihn gut. Ich stehe Ihnen zu Diensten. Wollt ihr noch etwas? Kommt zurück und besucht mich, wann ihr wollt. Ich werde immer für nette Jäger wie euch Zeit haben. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ich verkaufe Holz. Wollt ihr welches? Was wollt ihr wissen, neugieriger junger Mann? Ja, ich kenne ihn. Er lebt dort in dem Haus hinter mir mit dem gelben Eingang. Was kann ich für euch tun? Braucht ihr noch etwas? Kommt mich wieder besuchen, wenn ihr wünscht. Mein Holz ist das Beste in der ganzen Stadt. Wenn du gekommen bist, um den Dichter Tlatli zu treffen, dann bist du zu spät. Er ist gerade verstorben und ich habe all seine Sünden verspeist, sodass er ohne Sünde vor die Götter treten kann. Ich habe zu Tlazolteote gebetet, unserer Göttin der Unreinheit. Ich bin ein schmutzessender Priester. Ich werde bezahlt, die Sünden derer zu essen, die dabei sind, zum Ort des Todes zu gehen und für immer darüber zu schweigen. Ich kann dir nichts von dem sagen, was er mir anvertraute. Es war sein Diener, der nach mir in meinem Tempel suchte,
und der ist verschwunden. Bist du ein Freund des Dichters? Bezahlst du mir die 5 Kakaobohnen, die ich verdient habe? Wenn du einer seiner Freunde bist, kann ich dir sagen, dass dieser Mann nicht aufgrund der bösen Seuche, die unsere Stadt befallen hat, gestorben ist. Er wurde getötet. Ich muss dir außerdem das hier geben. Dies ist ein Juwel, das er mir gegeben hat, ehe er starb. Du musst ihn nehmen. Ich habe kein Recht, ihn zu behalten. Lass mich nun wieder zu unserer Göttin der Unreinheit sprechen. Ich habe dir alles gesagt. Totel nicht schlagen! Totel verdient den Tod nicht. Er will nicht sterben wie sein Meister. Männer kamen und töteten meinen Meister. Ich habe Angst, dass sie zurückkommen und auch Totels Leben wollen. Mein Meister hatte auch Angst. Sehr große Angst. Er wollte gehen, weit weg von unserer Stadt hier. Er trank kein Wasser mehr, nur noch Oktli-Alkohol. Doch bevor die Soldaten kamen, gab er mir den Auftrag, loszugehen und Türkis vom Stadtteil der Federhandwerker zu besorgen. Sein Verstand war auf der Suche. Vogel dachte, dass auch ihn die böse Krankheit erwischt hatte. Vogel hatte einfach nicht die Zeit, loszugehen und Türkis zu holen, wie er mir befohlen hatte. Die Soldaten kamen und Vogel versteckte sich. Als sie von meinem Meister abließen, lebte er noch. Vogel lief schnell, um den dreckessenden Priester zu holen. Vogel hat dir alles gesagt, was er weiß. Ich glaube, er hat mir jetzt schon alles erzählt, was er weiß. Vielleicht sollte ich doch noch nicht rausgehen. Ich muss einen Weg finden, aus dieser Sache herauszukommen. Ich habe keine Fragen an den alten Mann.
Er riecht nach Alkohol und scheint zu schlafen. Dies hier ist der Palast des edlen Drei Hasen. Aber ich habe Anweisung, niemanden vorbeizulassen. Ich habe euch nichts weiter zu sagen. Geht. Ich habe im Moment keine Fragen mehr an ihn. Junger Jäger. Was wollt ihr wissen? Auf diesem Markt findet ihr keinen. Mehr kann ich euch nicht sagen. Möchtet ihr noch etwas anderes? Kann ich euch noch behilflich sein? Wählt. Ihr seht, ich habe viele schöne Sachen zu bieten. Möchtet ihr noch etwas anderes? Kann ich euch noch behilflich sein? Es freut mich, wenn ich euch helfen konnte. Kommt wieder vorbei, wenn ihr meine wunderbaren Farbstoffe zu kaufen wünscht. Was wollt ihr, junger Mann? Ihr könnt immer fragen. Ach, wenn ich Türkis verkaufen würde, wäre ich nicht auf diesem Markt. Was kann ich sonst für euch tun? Möchtet ihr sonst noch was? Kommt zurück, wann ihr wollt. Meine Baumwolle und mein Korn sind die besten auf dem Markt. Mögen die Götter mit euch sein. Was kann ich für euch tun? Fragen tun nicht weh. Ich habe hier keine gesehen. Dies ist auch nicht der Ort dafür. Was kann ich jetzt für euch tun? Es liegt alles vor euch. Ihr müsst nur noch wählen. Was kann ich jetzt für euch tun? Ich gehe nicht. Dies ist mein Platz. Kommt hier zurück und besucht mich, wenn ihr wollt. Und was wollt ihr, hübscher Jäger? Ich werde sie beantworten, wenn ich kann. Nun, warum wollt ihr Türkise? Gefallen euch meine Jadeperlen nicht besser? Wenn ihr die Gunst eines Mädchens gewinnen wollt, nehmt besser meine Jadeperlen. Ich stehe Ihnen zu Diensten. Wollt ihr noch etwas?
Kommt zurück und besucht mich, wann ihr wollt. Ich werde immer für nette Jäger wie euch Zeit haben. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ich verkaufe Holz. Wollt ihr welches? Das kostet euch 2 Kakaobohnen. Was kann ich für euch tun? Braucht ihr noch etwas? Kommt mich wieder besuchen, wenn ihr wünscht. Mein Holz ist das Beste in der ganzen Stadt.